So, hallo meine lieben Freunde. Wow, das war's schon, die Feiertage sind vorbei. Ich hoffe, ihr habt sie genossen und wenn nicht, schäm dich. Arafat war sowas wie dein Vater. Nee, ernsthaft, ich hoffe, ihr habt die Feiertage schön verbracht mit der Familie oder mit einigen schönen Tätigkeiten, Aktivitäten. Was habe ich gemacht? Ich kann es euch mal kurz erzählen. Heiligabend, der 24. ab zu den Eltern, also zu Mama und Oma. Und da haben wir, ja, tatsächlich die Neuverfilmung König der Löwen geschaut. Keine Ahnung, zu wievielten Mal ich die jetzt schon geschaut habe. Danach gab's Fondue, war sehr geil, war sehr lecker, war ein sehr schöner Abend, hat Spaß gemacht. Am nächsten Tag, am ersten Weihnachtsfeiertag, waren wir beim Griechen. Ja, ich weiß, irgendwie komisches Weihnachtsessen, aber geschmeckt hat's trotzdem. Ich hab's gerne gegessen. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag musste ich mir dann selber was zu essen machen. So eine Unverschämtheit. Aber das habe ich hinbekommen. Ihr hört's ja, ich bin immer noch da, ich hab's überlebt. Die Weihnachtsfeiertage, sie waren sehr schön. Erholsam, ich hoffe für euch auch. Ehrlich gesagt gibt es jetzt auch gar nicht großartig mehr zu quatschen, außer dass ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche. Wobei noch ein Podcast kommen wird, aber der thematisiert was ganz anderes. Also an dieser Stelle trotzdem schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, trinkt nicht zu viel, knallt nicht zu viel rum. Also Feuerwerk, obwohl, kann auch schön sein. Bis dann, macht's gut, bin raus, Ende aus.